Hallo und herzlich willkommen hier bei Death to Power Gaming. Ich habe heute den Philipp wieder zu Gast. Hallöchen. Und wir spielen heute eine feine Runde Herr der Ringe. Und zwar unser drittes Szenario in Bree. Ja. Die Hobbits haben die Wockenbauer Fähre hinter sich gelassen und sind schon ins Tenzinger Pony eingekehrt und haben dann eine Runde geschlafen. Jetzt kommen die Nazgul. Ja. Genau. Wir haben ein paar Sonderregeln. Also einmal, wir haben hier den Torwart, den Harry. Der steht hier. Dann haben wir hier das Tenzinger Pony. Da sind der Wirt drin, die vier Hobbits und Aragorn. Und das Objective ist, die Nazgul müssen nach wie vor Frodo töten und den Ring bekommen. Und die Hobbits und Aragorn, also muss Aragorn und Frodo und zwei von den Hobbits, die müssen über die östliche Tischflanke, müssen die hier entkommen. Genau. Wir haben ein paar Sonderregeln. Einmal leise bewegen. Wie ist die gute Seite, darf keine heroischen Märsche in dem Szenario ansagen. Und am Anfang müssen die sich halt hier aus dem Tenzinger Pony rausbewegen. Und dann als zweite Sonderregel haben wir Jagd des Ringträgers. Die Nazgul kommen halt über die westliche Flanke des Tor reingeritten. Dürfen auch in der ersten Runde einen Charge machen. Und ab der zweiten Runde muss ich immer einen D6 für jeden Nazgul würfeln. Und bei einer 1 bis 3 bewege ich die, bei einer 4, 5 oder 6 bewegt Daniel die. Und das hört halt auf, wenn ich die entdeckt habe. Genau, weil es ist nämlich so, dass die Nazgul wissen noch nicht ganz genau, wo die sind. Und deshalb muss ich immer, wenn ich in 12 Zoll zu denen bin, einen Würfel würfeln für jeden Nazgul. Und bei einer 5 plus sehe ich die Helden halt von der guten Seite. Und dann fällt auch diese Regel weg mit der Jagd auf den Ringträger. Und dann haben wir als letztes noch die, ja, Verfügung des Ringes. Frodo muss immer, wenn er sich bewegt, muss er einen Mut-Test machen, kriegt -1 für jeden Nazgul in Reichweite 12. Und wenn er den halt verkackt, den Mut-Test, dann zieht Frodo den Ring an und alle Nazgul dürfen sich nochmal bewegen. Ja, und wir einigen uns darauf, für die beiden, die haben einfach nur Moral 3. Genau. Ne? Da haben wir uns drauf geeinigt, müssen wir uns die Regeln nicht und eine Attacke irgendwie so. Und ja. Ja. Das ist leider schon das zweite Spiel. Das beim ersten Mal hat es nicht richtig geklappt. Das habe ich irgendwie versemmelt mit dem Aufnehmen. Du hast ja auch Shepard gewonnen. Also wir wollen ja das. Da habe ich auch super gewonnen. Dass die Reise des Ringes hier direkt endet. Genau. Da haben wir gesagt, machen wir für euch das Ganze nochmal. Ja, dann Initiative. Jetzt weiß ich, warum ich das falsch ausgestellt habe. Ich habe vielleicht hier gerade den falschen Knopf gedrückt daneben. Ja, das kann sein. Initiative. Ja, so unentschieden. Kriegst du nicht mal das Gute? Ist mir jetzt egal, wir rufen das nochmal neu. Ich werde jetzt nicht aufgehört. Nee, ja, du fängst an. Das ist halt ja, typisch. Das okay, dann typisch. Genau. Und das ist auch so, du darfst jetzt in der ersten Runde auch nur dich aus dem Tenzinger Pony quasi ans Gebäude ranbewegen. Also bewegst du auch nicht irgendwie komplett Zoll, sondern einfach nur, dass du aus der Tür rauskommst. Nee. Okay. Zack, der da. Mhm. Der ist hier. Mhm. Genau, und die stellen sich jetzt einfach alle dahin. Dann komme ich einfach reingeritten. Nicht mit. Große Liebe mit dem Mann. Ich eine große Liebe mit dem Mann. Die Nazgul kommen einfach hier rein. Nee, da kannst du nicht vorbeireiten. Bitte? Du musst ja die 3 Zoll Abstand halten. Muss Freund. Ich den Typen jetzt einfach töten, oder was? Ja, klar. Ja, komm, ich reite einfach. Der reitet in den rein und tötet den einfach. Die beiden töten den einfach. Ja, so, die sind hier. Genau so. Ja, dann machen wir mal Kämpfe. Mhm. Ich hab schon gewonnen hier. Ja. Hab ich gewonnen. Aber sowas von knapp. Ja, der fällt dann um. Ja. Komm, der hat sich anders verdient. Ja, ist tot. Guck mal, das ist auch richtig geil, ist auch richtig thematisch. Er ist direkt platt geritten worden. Übers Tor, ne? Ja. Genau, so. Die verlieren beide einen Willenskraftpunkt. Genau, so. Dann hab ich 2 Würfel. Ich darf gucken, ob ich die sehe. 5 plus. Mhm. Noch nicht mehr eine zweite Chance. Hier, Initiative. Ich will irgendwie nicht, also das ist heute irgendwie. Die Würfel von Hexenkönig sind verflucht. Na, beweg dich mal. Dann beweg dich hier hin. Ich hasse dich so sehr. Muss jetzt auch den beschissenen Würfel umreiten. Ja, klar. Muss dann nee, das schafft er nicht, ne? Na, Frodo, ne? Nee, den schafft er nicht. Dann ziehst du den Ring an. Ja, hopp. Und jetzt? Dürfen alle Nazgul sich einmal bewegen. Quatsch. Ja.
Das ist doch schön, dass du das beim zweiten Mal so ein bisschen versaut. Ja, gut, das Problem ist jetzt, dass die Nase. Genau. Das ist das Problem. Muss ein Wirt umreiten. Ja, dann greift Aragorn an. Ja, schafft er. Schafft er, ne? Aragorn hackt jetzt einfach alle vier Ringgeister auf. So, der dahin. Und, du weißt schon, dass du den Ring über die Ostflanke bringen musst. Das bringt jetzt nichts, wenn du einfach stehen bleibst und stirbst. Weiß ich. Komm, dann bringen wir schon mal. Du machst die militärische Lösung, ne? Was wäre gewesen, wenn in Bree Aragorn einfach alle Ringgeister totgeschlagen hätte? Der schlägt ihn jetzt tot. 3. Und noch 5. Ja, muss ja jetzt einfach nur eine 6 würfeln, ne? Ja. Na gut. Ich muss jetzt eine 6 würfeln. Und ich gebe 2 Willenskraft aus. Heldentum. Also. Heldentum. Und ja, dann ist der Hexenkönig weg. Machen wir noch einen, okay. Gut, dann. Wir haben einen davon weg. Dann ist das Pony. Ne, dann hast du einen Würfel, wenn jetzt 6 Würfel bist du. Ne, bin ich. Dann liegt der um. Ja, ist er tot? Der Birk ist tot. Dann hört man doch vor, wenn man Hobbits hilft. Ja, Initiative, ne? Initiative jetzt, ne? Jetzt lass so wohl anfangen. Und Aragorn weiter. Der stellt sich einfach hier hin. Aragorn geht wieder rein. Eine 6. Ja, schafft er. Schafft er auch. Aragorn geht wieder rein. So, der stellt Pippi, der stellt sich hier hin. Aragorn geht rein. Frodo würfelt. Eine 5. Du kriegst minus 3 für jeden Nazgul. Also minus 1 für jeden Nazgul. Was hat der für eine Moral? 6. Also 6, das wären dann 11 minus 3. Da kann er dich ja nie schaffen, da wegzukommen. Doch, du musst ja einfach nur höher würfeln. Wenn du jetzt einen höher gewürfelt hättest, wäre alles gut. Ja, okay. Dann muss ich halt die Nazgul platt machen. Kein Problem. Ja, dann dürfen die Ringgeister sich einfach deshalb schon. Ja, warte, ich muss ja. Na gut, der geht dann nach hier, wieder hier runter. Ja. So. Ja, komm, dann muss ich jetzt die Hobbits töten. Ja, kein Problem. Ja, gut. Okay, Aragorn. Eine 4. Nicht wieder. Eine 6. Das ist der Hammer. Ja, haut er die Nazgul hier alle um. Dann die Nazgul gegen deinen komischen Hobbit. Warte, ich habe jetzt auch schon 2 mehr, wegen, weil ich nicht reingeritten bin, ne? Oder erstmal nur. Der ist ja erst nur Kampfgeschick, hast du nachher beim Verzeihen. Leck mich am Arsch! Dann auf den ersten hier. Das ist aber jetzt eine 6 und eine 5, müsste das sein, ne? Ist egal, der Wolf muss sich noch aufhalten, das ist egal. Initiative. Das ist schön. Okay, Frodo. Ja, mit einer 9. Renn, Frodo, renn! Also ich glaube zwar nicht, dass wenn der Frodo an der Tischkante angekommen ist, der dann noch Nazgul lebt. Der geht nur hier, der geht nur hier. Dann geht Aragorn. Ja, schön. Nächster Nazgul stirbt. Wimps. Und der habt ihr den dann einfach hier stehen. Ja, der rennt dann in den Rhein. Komm hier, so dann komm, mach Aragorn gegen den Nazgul. Ja, das ist jetzt meine Chance. Ja! Na, gut, dann kann ich den auf einmal auf den Einschlag Stärke 4 auch verteidigen. Was hat der? Ohne Rüstung, ohne alles. Nackt wie er ist. Verteidigung 5. Also ist er eine 5 plus. Rassenstärke? Stärke 4. Ja, dann ist er eine 5. 2 nee. Nicht. So, dann der Ringgeist gegen Pippin. Ja, warum geht der hin? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, ich jetzt würfel eine 1. Ach nee. Nee! Initiative? Wer habe ich in der Initiative? Immerhin.
rettet der den rein, der rettet den rein. Ja, wer werde ich jetzt anfangen? Ja, mit dem Aragorn, na ist gut. Boah, oh ja! Ja, komm. Ja! So, dann ist er umgeritten. Also warte, ich hätte... Nee, warte. Wie sind wir das ganz zu so schnell? Die ist eine Bewegungsphase. Ja, die drei sind, können wir jetzt aber so lassen. Ja, ja, klar. Sieben, nee, bleibt da stehen, ja, ne? Ja, bleibt da stehen. Nee, warte, sieben. Wer hast du so gewürfelt? Sieben? Sieben. Plus sechs? Ah ja, stimmt, dann nehmen wir den Lauf. Ja, dann lass er sich bewegen. Ja, na gut, dann darfst du Aragorn kicken. Also ist umgekippt. Mhm. Das wurde eine Runde. Ja, nehme ich ein Schicksal. Mhm. Nö, muss ab 4 plus. 4 plus, ne? Ja, komm, ist okay. Das ist eine Wunde. Hat hier noch. Dann Pippin gegen den anderen Nachskur. Da kommt keine 6, keine 6. Ja, ich hab gewonnen, dann ist er auch umgekippt und jetzt werde ich ihn direkt totschlagen. Nee, das wird gar nicht passieren. Initiative. New Back Down, der liegt auch noch auf dem Boden. Ja. Der liegt auch noch auf dem Boden. Nur zwei, oh Mann, jetzt geht's mal los. Ja. Jetzt haben wir die Chance, die Hobbits zu töten. Ja, der andere Nazgul wird sich da jetzt, die werden sich jetzt weiter da einfach an dem vorbeidrücken. Weil du hast ja jetzt, wenn du umliegst, hast du ja, klar, das ist keine Sicherheitszone. Mhm. Wartet der mal hier. Der fällt schon wahrscheinlich vom Pferd, der wartet auch noch hier. Genau, und dann werden die beide noch mit einem Ding, werden die eine Lähmung zaubern. Auf Frodo. Beutlin, der erste. Nein, der zweite. Der ist bewirkt, das kannst du Winter dagegen ausgeben, wenn du möchtest. Ja, komm, ich nehme. Was hat das denn? Bitte? Was hat das denn? Eine 6. Dann nimmt er 3 Wille. Ja, wenn du eine 6 hast, kriegst du auch Anwendung. Jo. Ja. Ja, Schande. Dann würfel mal Moral mit Frodo. Das bewegen. Ne, der ist verkackt. Bleibt stehen. Ja, dann war es das für den. Darf Argon, wir dürfen ja aufstehen nochmal. Aufstehen auf Hälfte der Bewegung. Aufstehen Hälfte der Bewegung, ich bin hier für Tor. Ja. Genau. Machen wir jetzt einfach. Wir machen jetzt hier einfach mal, ja. Passiert, ja. Jetzt ist eh vorbei. So. Ja, du musst dann wohl nur Sam töten. Wieso? Der und Aragorn muss da kommen. Die müssen über die Tischwelle, kann ich kann zwar Hobbits töten. Du musst ja. Ja, aber wenn du jetzt Sam tötest, Sam, Frodo und Aragorn müssten entkommen. Stimmt. Ja, muss ich einfach nur Sam töten. Das ist egal, du kannst töten, ist mir egal. Ja, dann. Inni, ne? Ach, übrigens, weil du den verkackt hast, dürfen die Nazgûl sich nochmal bewegen. Achso. Ja, dann darfst du aber dich nur hier dran bewegen. Ja, dann renne ich einfach den um. Natürlich den, ist mir egal. Nee, warte, dann kann ich ja den ersten rein bewegen, dass der abgebunden ist, dann kann ich mir jetzt Frodo rein. Ja, oder so. Ja. Und dann, Initiative? 5, dann hab ich's ja diesmal. Ja, nochmal. Aber doch, ich komm dran. Ja, erstmal Moral jetzt. Ja, stimmt. Ist deiner, ne? Ja, schon. Ja. Gut. Zack, dann er hier, da hoch. Komm, Sam geht einfach. Ach, dann muss auch Moral jetzt machen. Ja, würde auch schaffen. Wir sind also mutig. So, dann sind wir hier im Nahkampf geklümmelt. So, dann fangen wir hier bei Aragorn. Aber warte mal. Ne, wir fangen bei Aragorn an. Komm. Aragorn und der eine, ne? Einfach eine 6, einfach eine 6, einfach ein Ass wegzukönig Gesicht. Ah! Ja, bitte. Wahrscheinlich kommt schon durch. Ja, ist tot. Dann der andere Nazgûl. Gegen eine Attacke, eine Attacke. Und dann die Kampfkraft 2, 3. Ja, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Nee. Also, du kannst ja auch Heldentum einsetzen, ne? Nee, ich habe kein Heldentum. Ach, du hast kein Heldentum? Ja, dann habe ich gewonnen. Ich setze dann ein Heldentum von. Da machen wir eine Stärke 3, 6, 6, 5. 6, 5. Was ist jetzt die Chance, das alles zu beenden? Zwei, ja, drei. Was ist die Chance, alles zu beenden?
lebensbeendende Maßnahme. Ne. Ja, gut. Dann back the down. Initiative. Initiative. Was ist deine Stelle? Ja, dann habe ich die nicht. Dann reitet der hier hin. Ja. Ja. Und dann bist du. Dann bin ich dran. Komm ich dran. Das ist einfach 1-1. 1-1. 5. Was hat der für eine Moral? Minus 1. Er hat eine Moral von 6, dann bin ich bei 10. Dann passt das. Okay, dann geht auch noch. Komm, Sam versucht's auch. Nee. Nee. Okay, okay, dann geht der einfach hier noch hoch. Ja. Oh. Aber der geht einfach da so hoch. Ja. Dann. So. Ja, der Nazgul hat seine Beute. Und. Nee, Sam war nicht dran, ne? So. Ja. Komm schon. Jawohl! Ach scheiße. Das wäre jetzt gewesen, wenn ich ihn jetzt nicht voll einfach getötet hätte, wäre das Thema durch gewesen. Ja, dann. Nee. Das ist ja nicht der Würfel von Argo. Den wollte ich gerade sagen. Du kannst nicht mit dem Heldentum den auf hochdrehen. Weil bei. Also du könntest jetzt ein Heldentum von Sam ausgehen, dann müsstest du jetzt aber noch mit einer 5 bestätigen. Nee, das ist Frodo. Oder Frodo müsste bestätigen. Ja. Genau. Du könntest jetzt einen ausgeben. Mach ich. So, und dann kannst du jetzt noch einen anderen Würfel, der nach 5 ist, ist der Nachtgut tot. Nee. Nee, warte. Okay, ja. Verdammt, hat ein Heldentum zu wenig. Verdammt. Inni. Inni. Ja. Ja, dann passt. Dann haben wir ja Aragorn. Du bist das ja schon alleine, wenn wir mit Trischen gehen. Aragorn ist drin. Ja. So. Jetzt Frodo. Ja, der darf sich diesmal bewegen. Was ist Frodo? Boah, der darf sich diesmal bewegen. Das ist. Frodo ist hier. So. Oh, Sam bewegt sich da. Was hat Merry denn? Die haben von 4. Ah, Merry versucht's mal. Oder wer immer das noch ist. 6 plus 4 sind 10, minus 1 sind 9. Nee. Okay. Aragorn gegen den Nazgul. Scheiße. Das ist einfach eine 6 und dein Arschloch ist du. Nur eine 5 reicht mir auch. Ja. Also, die Hobbits können in Bremen noch einen Kaffee trinken, weil die Nazgul sind einfach alle umgehauen worden. Das andere, also das Ende war, der hat sie alle umgemodelt, aber das andere Ende war passender. Vom ersten Spiel. Dann ist einfach weggelaufen. Ja, ja, cool. Dann sind wir jetzt demnächst. Wo sind wir jetzt? Ja, wir haben noch Wetterspitze. Die Wetterspitze. Wetterspitze. Dann können wir auch von mir aus machen, der Abend oder wieder finden mit Frodo einfach abhauen von den neuen Ringgeistern. Ja. Genau, und dann sind wir im Bruchtal und dann geht es los quasi mit der Gemeinschaft des Ringes über den Pass des Caladhras. Ah, ja. Ja, cool. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen auch Spaß. So ich hatte mega Spaß. So wie die Nazgul. Die nassen Putzlappen, die benutzt jetzt der Wirt, um da den Boden. Aber ich fand trotzdem auch das Szenario, das war echt Würfelglück abhängig. Ja, klar. Also das war ja jetzt also beide Spiele jetzt. Das war ja jetzt in dem Spiel auch, dass die anderen Missionswege, mit denen dass du die bewegen darfst, weil in dem ersten Spiel, was ihr jetzt leider nicht sehen werdet, hat mich die ganze Zeit so schlecht gewürfelt, dass Daniel die ganze Zeit meine Nazgul irgendwo in die Ecken von dem Spielfeld bewegt hat und die einfach gar nichts mehr gemacht. Darum sage ich, das Spiel, das war jetzt wirklich Würfelglück abhängig, ne? Ja. Also wirklich. Also sehr krass. Ja. Aber gut, ich meine, es soll ja auch so sein, dass die Guten entkommen können. Ne? Ja. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.